Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Ein Schüler beantwortet 10 Fragen mit richtig oder falsch. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird er mindestens 50% der Punkte erreichen, wenn er völlig zufällig antwortet? Da der Schüler zu jeder Frage eine zufällige Antwort richtig oder falsch ankreuzt, handelt es sich hier um das Binomialgesetz. Wenn wir einen Erfolg richtige Antwort nennen, so ist die Wahrscheinlichkeit von einem Erfolg ein halbes und die Wahrscheinlichkeit von einem Misserfolg ebenfalls ein halbes. Die Wahrscheinlichkeit, die wir suchen, ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens 5 Erfolge zu haben. Also berechnen wir die Wahrscheinlichkeit 5 auf 10 zu haben, plus die Wahrscheinlichkeit 6 auf 10 zu erreichen, plus die Wahrscheinlichkeit 7 von 10 Fragen richtig beantwortet zu haben, plus die Wahrscheinlichkeit 8 auf 10 zu haben, plus die Wahrscheinlichkeit 9 auf 10 zu haben, plus die Wahrscheinlichkeit 10 auf 10 zu haben. Und durch die Gesetze von Kolmogorov addieren sich also diese einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Einzelne Wahrscheinlichkeiten, die wir jeweils durch das Binomialgesetz berechnen können. Diese Rechnung führt also zu dieser da, durch das Binomialgesetz. All diese Kombinationen führen zu diesen Fakultäten und wir können den Faktor 1 geteilt durch 2 hoch 10 ausklammern. Diese einzelnen Fakultäten führen dann zu dieser Summe und das Ergebnis ist 0,62. Was also bedeutet, ohne den Test vorbereitet zu haben, wird der Schüler mit 62% Wahrscheinlichkeit diesen Test bestehen. Armer Lehrer, oder?